Garados, der arme Schlucker da unten, ist immer noch nicht Level 60. Oh Gott. Guck mal da, Blanas. Warte mal, hatte ich den schon? Ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher. Ich glaube ja, aber ich würde es nicht beschwören. Ne? Bringt das eigentlich jetzt was, hier zu grinden, oder? Philippe kriegt man denn für so einen Besiegten? Ja, wirklich lohnt tut sich das nicht. Ich glaube, die meisten EP kriegt man hier wirklich durch die... durch die Raids. Ich will auf jeden Fall noch den Lilane dahin machen. Dann gehe ich zu der nächsten Arena, die hier nach Hilfe ruft. Nein! Ah, nein, 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 nein. Das war knapp. Nee, aber... nein, danke. Watt. Das ist schon nicht verkehrt eigentlich mittlerweile. Ich kann jetzt nicht sagen, warum es so viel gibt. Wahrscheinlich, weil die Dynamax-Energie sich irgendwie verstärkt hat hier, aber... oder das ist so ein bisschen fürs Endgame. Dass ich hier so sagen kann, oh... damit ich diese ganze Curry-Scheiße... ich meine, dieses Kochen ist zwar cool und alles, aber es ist echt nicht so meins. Das ist so ein bisschen für Party-Games ist es ganz gut, wenn man das so mit mehreren Leuten spielt und dann in den Camps von den anderen rumlungert und so ein bisschen rumcreept und so. Kann ich verstehen. Gegen die würde ich jetzt gerne mal kämpfen. Die war immer nicht so stark, aber ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Hat die dann drei Level 60er dabei oder was? Ja. Ganz gut, wie so eine klitzekleine Galaxie da in dem Brustkorb. Wie so ein... so ein, blauer Zwerg. Nee, wie sagt man? Ein blauer... doch, ein blauer Zwerg. Nee, ein blauer Riese, genau. Ein roter Zwerg und blauer Riese. Damit wird die Orbitalkanone auf. Könnte aber viel EP geben oder viel Geld. Das ist natürlich auch was. Mal aufhören, meinen Angriff die ganze Zeit runterzusetzen. Das geschieht dir recht. Nur zu gut. Und die Vergiftung tötet ihn jetzt noch. Ah. Sehr gut. Oh, Garados ist endlich Level 60. Ich mag das Design von dem Vieh. Sieht aber halt echt, so wie es da steht, echt aus wie ein Super Saiyajin. Das bringt jetzt nicht so viel. Aber ich gebe nicht auf. In Dinalos wird alles zu schön. Alles wird... Oh. Nicht so hass... Fuck. Das ist nicht gut. Ne.
Ich setze sowas ja sonst nie ein. Deswegen würde ich das heute mal machen. Könnte ja was bringen. Das heißt, er lädt es allein mit seinen Tritten auf. Oh. Oh. Ist gut, ich hab's verstanden. Nein. Nee, 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 nee. Ja, warum nicht? Das hat weniger gebracht, als ich es mir erhofft hatte. Wird trotzdem da oben getroffen. Ach, ehrlich. Meine Güte. Die wird schon knackiger, die Level hier. Okay, einen muss ich noch durchhalten. Ich schaffe das, ich habe eine Feuerattacke. Das ist doch scheiße. Komm schon. Du schaffst es. Du schaffst es. Das ist nicht gut. Nee, 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 nee. Warte mal, warte mal. Ja, ja. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Nee. Nein, 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 nein. Ja. Ja. Probieren wir es mal so rum, ne? Das muss jetzt einfach treffen. Ah. Ja. Eines paralysiert, der andere ist vergiftet, der andere verbrennt. Alles gut. Macht das überhaupt Schaden oder... Ne, das verringert irgendwas, gell? Ja, ja. Abwarten. Ich weiß nicht, ob die stärker sein wird. Level 60 ist schon, glaube ich, Naturzone so ziemlich das oberste. Nein. Hallo? Ah, ein Dynalos ist schon... Warte mal, ich guck mal gerade. Hä?
Das kann Garada. Ach so, ja, der hat ja vorne. Aber ich glaube, das wäre nicht sehr passend für Gyarados. Hier wollte ich hier. Ja, doch, geht schon. ML, XL. Ich wollte zu diesem lilanen. Der ist irgendwo da. Da ist er. Doch so frage ich mich, wie ich dorthin gelange. Was ich genau mit so viel Watt anstellen soll. Kann den Schatzmeister ein bisschen graben lassen, aber... Ist das der Sinn der Sache? Ich weiß es nicht. Okay, den einen mache ich noch und dann gehe ich zu den... Huch. Oh. Jeweiligen Arenen. Ich brauche immer noch ein gutes Elektrophie. Drache habe ich jetzt ausgetauscht. Ich wäre sogar bereit, Gyarados oder zur Not beziehungsweise wie heißt das wie? Kaokto? Cthulhu halt. Auszutauschen oder zur Not Gyarados. Unlichtstahl. Ja, warum nicht? Haben wir, glaube ich, schon gemacht, den Kampf. Einmal. Gegen dieses Vieh. Er hat sich immer mit Schwertern hochgebufft, soweit ich mich erinnern kann. Jetzt ist die Frage. Versuche ich es direkt mit der Orbitalkanone? Ach, ist nicht sehr effektiv. Warum nicht? Ach, wegen Stahl. Ja gut, halben Schaden und dann doppelten Schaden, das wird wenig Sinn machen. Denke ich doch lieber mit Flammenwurf rein. Ich glaube, das bringt mehr. Ach nee. Oh nein. Ich sehe gerade, wir haben Ruin genau dabei. Mal gucken, was ihm einfällt, was er dagegen machen kann. Die haben ja alle so eine Attacke. Ist ja gut, ist ja okay, alles. Wohin genau macht was? Bodyguard. Ich würde gerne während der Damage-Phase angreifen. Ich bin immer derjenige, der immer während dem Schild angreift. Immer. Was ist das denn? Ist das jetzt hier ein Witz gerade oder was? Wenn ich in so einem endlosen Loop von... Holy shit. Von auf- und abbuffen gefangen oder was? Ich muss das ausnutzen. Konter. Kann nicht weiter erhöht werden. Das ist nicht gut. Ich muss das nutzen, solange ich während der Damage-Phase angreifen kann. Aber wenn er jetzt nämlich sein Schild dann wieder aktiviert, dann kann ich mich heilen. Dann habe ich voraussichtlich, wenn er mich nicht angreift, Glück. Wenn das tut, bin ich gearscht. Komm schon. Mach wohin genau oder so. Ja. Ich glaube, das ist unser erster Verlust. Und ich kann mit Sicherheit sagen, nicht unser größter. Puh, Glück gehabt. Der hat da schon groß angelegt, Guillotine. So.
Ich werde mich jetzt aber heilen. Ich brauche Top-Tränke. Ein paar davon wären nicht verkehrt. Komm, wenn jetzt Amphira nochmal angreift, da habe ich auf jeden Fall freies Schussfeld. Komm schon. Das ist nicht gut. Alter, Alter. Nee, nee. Fuck. Der zerlegt hier meine Leute. Das ist nicht gut. Es muss jetzt einen Volltreffer geben. Oh nee. Ich muss angreifen. Ich muss die Chance nutzen. Ja. Das war sehr gut. Drei XL oder drei Stück. Das ist schon... So, ich hatte ja gesagt, ich werde... jetzt zurückgehen und das werde ich auch tun. Ich gehe aber zuerst in die Stadt, wo der... komische... nein. Der hier, der Raritätenstand ist. Vielleicht will er ja was haben. Er erzählt es dann quasi in Echtzeit. Den Tag. Gut. Verkaufe ich die ganzen Schätze wohl hier. Man kann das wie gar nicht richtig sehen hinter diesem Hintergrund. Na gut. Oh. Top-Tränke und sowas, ne? 74, wenn ich mal 30 davon kaufe und 20 davon und einfach 33 davon. Ich glaube, dann komme ich schon gut weg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die verkaufen soll, die Sachen. Vogelfossil, ja, das muss ich ja auch noch machen. Das mache ich jetzt zuerst. Das mache ich jetzt sofort. Das habe ich ganz vergessen, diese Fossilgeschichte. Wo waren das nochmal? Hier irgendwo, gell? Nee, hier? Oh Gott. Als ob ich das jetzt noch wüsste. Hä? Da. Dann habe ich ja da... Es gibt vier Stück, so habe ich erfahren. Nein, nein, stopp. Fisch und Drache. Das heißt, es gibt vier Stück. Es gibt Fisch und Vogel, Drache und Paddel. Ja, dann habe ich alle. Pestgragon ist dann das letzte in der Liste. Warum müssen die... Warum?